Kommen wir nun mehr oder weniger zum Ende des Themas Kryptographie. Ja, es war wirklich ein wilder Ausritt und es war wirklich am Anfang sehr sehr einfach und wurde dann relativ schnell doch etwas komplexer, aber ihr konntet somit verstehen, welche wichtige Rolle Kryptographie am Ende spielt, wie sie funktioniert, vor allem wie sie auch in verschiedenen Zeitepochen funktioniert hat und vor allem wie sie jetzt heutzutage zumindest wenn es um die Internetdatenübertragung geht einigermaßen funktioniert und am Ende wird das Ganze uns auch weiterhelfen, um zu verstehen, wie Bitcoin funktioniert. Und darum geht es ja am Ende und dazu kommen wir jetzt auch gleich und ich möchte mit diesem Video jetzt einmal noch eine kurze Zusammenfassung machen der letzten drei Module, da doch recht viel Information zusammengetragen wurde. Und die vier Bestandteile, die wir uns primär angeschaut haben, vor allem im Modul 1 war Zeit und Energie im Modul 2 ging es rund um das Thema Geld, sei es jetzt geschichtlich, aber auch funktionell. Und im vierten Punkt war es jetzt hier Kryptographie, die wir uns im Detail angeschaut haben und wie sie vor allem funktioniert. Und zum Thema Zeit haben wir herausgefunden, dass Zeit immer noch ein sehr umstrittenes Thema ist in der Wissenschaft. Man kann Zeit immer noch nicht 100% klar definieren. Das, was man weiß, ist, dass Zeit eine Abfolge von Ereignissen ist und die nicht mehr rückgängig gemacht werden können oder man nicht zurück in der Zeit gehen kann. Also man hat eine klare Struktur, eine klare Richtung sozusagen und somit bildet die Zeit auch die vierte Raumdimension, welche allerdings nicht starr ist, sondern durch gewisse Dinge wie zum Beispiel Geschwindigkeit oder Masse gedehnt und gestaucht werden kann, also beeinflusst werden kann. Und und das hat halt zur Folge, dass für jedes Individuum, für jeden Mensch, für jede Galaxie, für jeden Planet die Zeit etwas anders verläuft. Also Zeit etwas Relatives ist und nichts Absolutes. Und eine zeitliche Richtung erkennen wir halt erst dadurch, durch den emergenten Zustand, beziehungsweise durch die Zusammensetzung von vielen kleinen Teilchen, wo dann zum Beispiel die Thermodynamik greifen kann am Ende, haben wir halt eine klare Richtung. Weil die Thermodynamik immer einen Gleichgewichtszustand anstrebt und wir so eine klare Unterscheidung von Gegenwart zur Zukunft haben. Also, das haben wir im Modul 1 uns angeschaut. Dann haben wir uns aber auch Energie angeschaut. Wir haben gesehen, alles ist am Ende Energie. Alles, was wir sehen können, alles, was wir irgendwie anfassen können, hat am Ende was mit Energie zu tun. Selbst auf der untersten Ebene, also die Atomarebene, aber auch darunter brauchen wir am Ende Energie. Und Energie kann nicht einfach verpuffen oder verschwinden oder sich im Nichts auflösen, sondern Energie kann immer nur umgewandelt werden in jeglicher Form. Das haben wir uns auch im Modul 1 eben angeschaut. Im Modul 2 haben wir uns eben angeschaut, wie intrinsisch eigentlich Geld entstanden ist, welches natürliche Bedürfnis wir Menschen eigentlich haben, Geld zu erschaffen. Und wie es am Ende vor allem auch außerhalb familiärer Strukturen uns helfen kann, Handel zu betreiben und am Ende auch zu kommunizieren. Und wir haben uns auch angeschaut, wie Geld sich am Ende weiterentwickelt hat, vor allem auch geholfen hat, Banken immer mehr Macht zu verleihen und am Ende auch daraus zentrale Strukturen entstanden sind, so wie wir sie heute kennen, aber auch natürlich gewisse positive Sachen, aber auch einige negative Sachen sind daraus entstanden und am Ende auch nach der Auflösung des Goldstandards auch unser Fiat-Geld. Und zuletzt Kryptographie. In dem Modul sind wir ja gerade noch, haben wir uns angeschaut, für was Kryptographie eigentlich genutzt wird, wie Verschlüsselung eigentlich funktioniert, wo sie am Ende im Einsatz ist und natürlich auch die Historie haben wir uns angeschaut und am Ende auch ganz wichtig die asymmetrische Verschlüsselung. So. Jetzt ist das zwar das Fundament, was wir am Ende brauchen, um Bitcoin zu verstehen. Ich habe das euch ja nicht umsonst alles erzählt, sondern es ist fundamental, um am Ende auf Bitcoin eben aufzubauen und es wirklich zu verstehen. Deswegen ist es ein multidisziplinärer Ausbildung, multidisziplinärer Kurs und ich erzähle nicht einfach nur, wie eine Transaktion funktioniert bei Bitcoin und was eine Blockchain ist und alles, sondern da würde nämlich ein sehr sehr großer Teil fehlen, sondern ich habe eben mit dem ganzen angefangen, damit wir am Ende auch im tiefen Detail das Ganze verstehen können, auf eine einfache Art und Weise, selbst wenn du am Anfang noch nicht viel mit Bitcoin zu tun gehabt hast oder viel drüber wusstest. Wir haben uns halt oft in den Modulen jetzt das Ganze in der wirklichen Welt angeschaut. Okay, auch diese ganzen physischen Gesetze funktionieren alle in der wirklichen Welt. Das habe ich ja am Ende vom Modul 1 noch erzählt gehabt, dass wir versuchen müssen, die physikalischen Regeln, so wie sie funktionieren in der Natur, möglichst zu übernehmen. Und ähm, zum Beispiel sowas wie das Geldsystem oder andere äh, Dinge darauf eben aufzubauen, an die sich jeder halten muss, weil keiner diesen Gesetzen entkommen kann und da einfach betrügen kann. Und genauso kennen wir diese physischen Weltgesetze, sage ich jetzt mal, auch wenn wir zum Beispiel Handel treiben. Wir haben jetzt hier wieder Bob und Peter. Der Peter möchte Bob einfach eine Münze überreichen. Und dann ist ganz klar, wenn er diese physische Münze Bob überreicht, dass er eine Münze weniger hat und der Bob hat am Ende eine Münze mehr. Also die physikalischen Gesetze tun automatisch dazu beitragen, dass wenn Peter diese Münze übergibt an Bob, dass er eine weniger hat und Bob eine mehr. Das funktioniert auch komplett vertrauensfrei und sicher, weil halt einfach niemand das Ganze beobachten muss oder dabei sein muss oder... Wie auch immer, irgendwas beeinflussen muss, sondern die physikalischen Gesetze und die Abmachung zwischen Bob und Peter am Ende führen automatisch dazu, dass Peter eine weniger hat und Bob eine Münze mehr. Wenn wir uns das Ganze jetzt aber in einem digitalen Raum vorstellen, läuft das Ganze ein bisschen anders und wir stoßen auf neue Probleme. Und zwar. In der Informationswelt, also in der digitalen Welt, am Ende sind ja alles Informationen und vor allem die digitale Welt beruft sich nur auf Informationen und nicht auf physische Gegebenheiten. Das bedeutet, in der digitalen Welt gibt es nur Register. Es gibt nicht sowas wie physische Coins oder physische Materialien, sondern alles ist eigentlich ein Register. Jede Handlung, jede Transaktion, jedes Element, was man in einer digitalen Form hat, ist irgendwo in einem Register gespeichert. Und das führt halt dazu, wenn jetzt Peter wieder Bob eine Münze, eine digitale Münze geben möchte, dann ist es so, dass er am Ende eine hat und Bob hat am Ende auch eine. Also beide haben jeweils eine Münze, weil in einem digitalen Raum sobald eine Bewegung stattfindet, die Datei die bewegt werden sollen, nur kopiert werden kann. Das kennt ihr vielleicht ähm, vom Handy, wenn man einen Song senden möchte oder auch von früher, wenn man noch CDs gebrannt hatte, ähm, dass man sehr leicht Dateien kopieren kann und am Ende nicht mehr wirklich unterscheidbar ist, was war das Original und was war die Kopie, weil beides am Ende gleich gut ist. Und das führt uns halt zu dem Problem der Doppelausgabe, also des Doppelspendings, weil nirgendwo wie in der Natur geschrieben ist, dass physikalische Gesetze hier eingreifen und dann automatisch Peter eine Münze weniger hat. Man müsste das halt manuell am Ende hinzufügen oder kontrollieren lassen und das macht das Ganze halt relativ unsicher in der digitalen Welt und hat am Ende auch zu vielen Blockaden geführt. Und ich mache noch mal ein kurzes Beispiel. Also wir haben jetzt hier wieder der Peter, der Bob mithilfe einer Bewegung eine Münze übertragen will, beziehungsweise er kann sie ja nur kopieren. Jetzt gibt es eben noch das zweite Problem, denn in einer physischen Welt kann man eine Münze übergeben und es ist erstmal egal, wann das war oder man kann sie physisch erzeugen und es ist erstmal egal, wann sie erzeugt wurde. Im digitalen Raum ist das fundamental, dass die Zeitangabe mit angegeben wird. Das bedeutet, man müsste noch die Zeitlicher Fassung mit einbinden. Und das scheint jetzt zuallererst erstmal gar nicht so schwer. Ich meine, Zeit, okay, wenn wir beide in Deutschland sind, dann ist es ja gar kein Problem, schauen wir beide auf die Uhr, oh, haben beide um 11 Uhr Transaktionen gemacht, super. Aber wenn man das jetzt mal weiter spinnt, wenn sehr viele Transaktionen auf einmal passieren und man genau bestimmen muss, welche Transaktion war zuerst und alle einigermaßen gleichzeitig eintreffen, es gibt ja wieder keine absolute Gleichzeitigkeit, gleichzeitig ist ja relativ. Aber wenn es in einem sehr, 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 sehr kurzen Zeitraum alles auf einmal kommt, muss man trotzdem unterscheiden können, welche Transaktion war zuerst, welche geht zuerst durch und wie werden die Transaktionen am Ende geordnet. Und vor allem, wenn man sich zum Beispiel nicht im selben Land befindet, also wenn zum Beispiel der Peter in Australien ist, der Bob in Amerika und die Bank, über die man die Transaktion zum Beispiel macht, die digitale, ist jetzt in Deutschland, dann merken wir ganz schnell, weil wir auch gelernt haben Modul 1, dass Zeit etwas relatives ist und die Zeit überall anders funktioniert, vor allem auch durch die verschiedenen Zeitzonen, merken wir, dass dann doch gewisse Probleme auftreten können, um eine einheitliche Zeit zwischen allen drei Parteien zu bilden, also zwischen der Bank, zwischen Bob und zwischen Peter am Ende. Und in einem digitalen Raum muss immer eine zeitliche Abhängigkeit da sein und das kann halt dann nur gegeben sein, wenn eine dritte Partei, zum Beispiel eine Bank, das Ganze kontrolliert und überwacht und am Ende auch entscheidet, welche Transaktion war zuerst da, auch wenn es vermeintlich so aussieht, als ob sie gleichzeitig angekommen sind. Also bedeutet, wir brauchen eine zentrale Instanz oder brauchten zumindest bis jetzt eine zentrale Instanz, um diesen digitalen Zahlungsverkehr überhaupt erst möglich zu machen, um vor allem das Thema Zeit und das Thema Kopierbarkeit zu eliminieren. Weil, was die Bank am Ende dann macht oder diese zentrale Partei, ist, sie überwacht das Ganze und sobald Peter eine Münze überschrieben hatte an Bob, hat sie bei ihm sozusagen die Münze gelöscht oder eingetragen, dass sie ausgegeben wurde und bei Bob gut geschrieben oder eingetragen, dass er sie erhalten hatte. Also eine zentrale Partei musste das Ganze steuern, einerseits zeitlich, andererseits musste sie die Münze bei Peter löschen und das Ganze konnte sie nur machen, weil sie das Ganze in einer ordentlichen Reihenfolge, also in Ordnung gebracht hat, mit einer zeitlichen Stempelung. Und die Kombination aus Ordnung und zeitlicher Stempelung macht es eben der zentralen Partei möglich, ordentlich zu erfassen, okay wann wurde was ausgegeben, wem gehört was, wer schuldet wem was und vor allem wann ist das Ganze passiert. Und das funktioniert eben über Hilfe eines Registers. Also wir haben jetzt hier gesehen, dass in der digitalen Welt einige Probleme auf uns zukommen, die wir in der physischen nicht haben, weil wir in der digitalen Welt ein neues Regelkonstrukt haben. Im besten Fall versuchen wir dieses Regelkonstrukt ähnlich wie nach den physischen. Regeln aufzubauen. Wenn wir das aber nicht tun, dann sehen wir, dass schnell Dinge passieren können, die vielleicht nicht so gut sind, wie wir im Modul 2 schon ein Stück weit sehen konnten. Am Ende, wenn man versucht, die physische und die digitale Welt zu verbinden, muss man sich trotzdem irgendwann an der physischen messen, vor allem wenn man Produkte und Güter kaufen möchte, weil die ja nun mal physisch begrenzt sind. Aber solange man nur im digitalen Raum bleibt, hat man schier endlose Möglichkeiten. Und vor allem, wenn man das Ganze zentral verwaltet, hat man eigentlich auch sehr, sehr viel Macht. Und das führt uns jetzt zum Orakelproblem. Das werde ich auch noch gleich erklären, was damit genau gemeint ist. Aber zuerst schauen wir uns noch nochmal die digitale Information bzw. das Register an, was eben durch eine zentrale Partei immer verwaltet werden musste. Und hier kommen wir jetzt nochmal zu ein paar Beispielen, die dann eben diese zentrale Partei ausüben kann und ausführen kann. Und das ist einerseits, sie kann günstig und so gut wie unendlich Dinge kopieren. Also, wir haben ja gemerkt, okay, etwas zu kopieren benötigt nicht viel Energieaufwand. Haben wir auch damals schon gesehen, als wir CDs gebrannt haben, beziehungsweise mittlerweile kann man ja Bilder einfach auf Knopfdruck kopieren und das fast unendlichfach, so viel Speicher man eben halt hat. Und das zweite ist, äh, sie sind halt eben zentral verwaltet oder das, das Register ist zentral verwaltet. Und die Person oder die Gruppe, die eben das Ganze verwaltet, hat halt eben Zugriff auf das Register und verwaltet auch am Ende die Zeit, nachdem die Abfolge und die Ordnung sich orientiert. Also hat damit sehr viele Möglichkeiten. Außerdem, jetzt kommen wir eben zum Orakelproblem, keiner hat 100% Zugriff auf alle Informationen bzw. auf den Bestand. Das haben wir zum Beispiel schon bei Gold gesehen, dass wir da auch ein Orakelproblem hatten, dass zwar viele Staaten und Regierungen behauptet haben, ja, ja, wir, wir haben Gold, wir haben sehr, sehr viel Gold, wir haben ein paar Tonnen Gold, aber am Ende konnte es keiner beweisen, weil man nicht bei jeder Bank irgendwie in den Keller runter konnte und Millionen Menschen da einfach reinlassen konnte. Also musste man vertrauen, was die Staaten und die Banken gesagt haben. Genauso ist es hier auch, man hat nie 100% Zugriff auf alle Informationen. Klar, auch wegen Datenschutz und und und. Und deshalb muss man vertrauen, dass alles seine Richtigkeit hat und sie das Register und die Zeit richtig verwalten. Außerdem ist es zumindest oft so, dass diese zentralen Parteien halt die Steuerung übernehmen, beziehungsweise die Regeln am Ende setzen, die halt meistens nicht nach denselben Regeln funktionieren, an dem sich am Ende auch die Physik richtet. Also fassen wir zusammen. Wenn wir das jetzt auf unser Geldsystem übertragen, dann sehen wir, dass das gesamte Informationssystem, also jetzt hier in dem Fall Geldsystem, genau von dieser zentralen Partei oder Gruppe abhängig ist, dass sie das Register richtig führt, aber auch die Zeitstempelung richtig übernimmt. Wir haben ebenso das Problem, dass die digitale Welt und dass die physische Welt niemals eins werden, zumindest nicht zu 100 Prozent und deswegen halt wir die digitalen Regeln anders formulieren können als die physischen und das uns halt langfristig Probleme bringen kann oder auch positive Dinge, wenn wir es schaffen, physische Regeln zu implementieren in die digitale Welt, die dann ähnliche Konsequenzen birgt wie in der physischen Welt. Außerdem haben wir eben das Orakelproblem, das bedeutet, dass wir Menschen oder zumindest ein Großteil niemals 100% Zugriff auf die Informationen hat und sie überprüfen kann, ob sie dann auch 100% richtig geführt wurden oder nicht das ist hier das letzte problem hier scheint jetzt eine lösung sehr nahe zu liegen und zwar das dezentrale informationsnetzwerk und erstmal schauen wir jetzt wieder kurz eine definition an zumindest was es in bezug auf die informatik bedeutet das dezentrale netzwerk ist ein begriff aus der informatik und beschreibt die vernetzung von computern hierbei sind die einzelnen verbindungen nach keinem besonderen schema angeordnet sondern die einzelnen Knoten sind untereinander mehrfach miteinander verbunden beziehungsweise vermascht und hier unten habe ich jetzt noch mal ein kleines Bild also ganz links sehen wir ein zentralisiertes Netzsystem sage ich jetzt mal und in der Mitte haben wir diesen großen Punkt der ist sozusagen das zentrale er steuert diese ganzen kleinen Punkte die wir außen rum sehen ein dezentrales Netzwerk ist eher vermascht vor allem wenn wir uns an einem riesigen Konstrukt über die ganze Welt vorstellen. Und hier haben wir einzelne Knotenpunkte, die sind jetzt die dickeren schwarzen Punkte, die jeweils untereinander miteinander verbunden sind, aber auch zu anderen Punkten jeweils Kontakt suchen. Und das bedeutet jetzt nicht, dass nur weil ein Netzwerk verteilt ist, zum Beispiel über die ganze Welt, dass es automatisch dezentral ist. Es kann zum Beispiel auch zentral geführt sein. Sagen wir jetzt mal zum Beispiel Subway. Subway gibt es überall auf der Welt. Und ähm, trotzdem wird es irgendwo von irgendeinem Standpunkt zentral geführt. Es ist vielleicht nicht das beste Beispiel, aber so schafft man es einigermaßen zu verstehen. Und warum ein dezentrales Informationsnetzwerk vor allem in Bezug auf das Geldsystem nie funktioniert hatte, ist halt einfach, weil, wenn wir jetzt uns jetzt das dezentrale Netzwerk wieder vorstellen, was zudem auch noch verteilt ist auf der ganzen Welt, dann haben wir halt wieder das Problem der Zeit. Wir müssen uns auf eine Zeit einigen und bei jedem ist die Zeit etwas unterschiedlich. Außerdem müssen wir auch kontrollieren, dass die Ordnung des Registers richtig geführt wird und die Zeitstempel richtig gesetzt werden, was bis jetzt unmöglich war ohne die Aufsicht oder das Überwachen einer zentralen Partei. Und dieses Problem gilt es halt zu lösen, wenn man es schaffen möchte, ein dezentrales Informationsnetzwerk oder ein dezentrales Zahlungsnetzwerk zu erstellen. Also man muss einmal das Problem der Zeit und das Problem der Ordnung des Registers lösen. Also, nochmal zusammengefasst. Wenn man im digitalen Raum Geld nutzen möchte, muss man dem Register vertrauen können. Man muss eine eindeutige Ordnung haben und man muss einen Zeitstempel implementieren. Ohne diese drei Dinge geht es nicht. Und das war halt bis jetzt immer nur möglich durch einen Zeitstempelersteller, durch einen Verwalter, also durch eine zentrale Partei. Ohne war es bis jetzt nie möglich. Doch was ist, wenn wir es doch schaffen sollten, wenn wir es schaffen, ein digitales Gut zu erstellen, was wir an die Ressource Zeit anhängen, weil Zeit etwas gedeckeltes ist, Zeit ist stück weit für jeden Menschen auch begrenzt und man kann niemals zurück in die Zeit. Und Zeit vergeht, egal wie schnell sie für einen vergeht, aber sie vergeht. Und wenn man es schafft, eine Münze oder ein digitales Gut, was dann als Geld fungiert, zu erschaffen, und es daran zu binden, hat man eine zeitliche Einordnung und weiß, okay, wenn man das Ganze jetzt auf die Prägung der jeweiligen Münze bezieht, weiß man, okay, der Markt kann nicht einfach überschwemmt werden, weil man es an eine Zeit gekoppelt hat und immer bestimmte Zeitintervalle erst zum Beispiel bestimmte Münzen freisetzen. Andersherum müssen wir es natürlich auch mit der Energie koppeln, weil das ja die beiden. Fundamente sind, auf dem alles aufbaut, Energie und Zeit, haben wir im Modul 1 besprochen. Und wir können es auch nicht nur an Energie koppeln, weil wenn wir die Münze nur an Energie koppeln würden, dann könnte man zum Beispiel mit zunehmender Energieeffizienz einfach irgendwann immer und immer und immer mehr Münzen erzeugen. Also erst die Kopplung an beides würde es möglich machen, mit Hilfe eines Registers, dem man vertrauen kann, mit Hilfe der eindeutigen Ordnung mit Hilfe eines Zeitstempels, mit Hilfe der Lösung, dass man eben keine zentrale Partei braucht, würde das Projekt erst möglich machen. Und da hilft es auch nicht nur, es mit Zeit zu koppeln oder nur mit Energie zu koppeln, man braucht eben beides. Und das war so gut wie unmöglich, beziehungsweise war ein Problem über Jahrzehnte, beziehungsweise über Jahrtausende eigentlich, auch wenn man sagt, okay, man hatte damals noch keine Technologien, aber dieses Problem konnte nicht gelöst werden bis 2009. 2009 ist eben der Bitcoin auf der Bildfläche erschienen und hat diese Probleme, die ich gerade eben genannt habe, gelöst und hat es geschafft, das Thema Zeit, Energie, Kryptografie und Geld zu vereinen und in eine richtige Ordnung zu bringen und hat am Ende ein System erzeugt, was nach physikalischen Gesetzen funktioniert und nicht von zentralen Parteien beeinflusst werden kann, kontrolliert werden kann oder manipuliert werden kann. Und wenn ihr darüber jetzt mehr erfahren wollt, dann müsst ihr jetzt gleich schnell aufs nächste Video klicken, weil da geht es jetzt gleich richtig zur Sache. Ihr habt jetzt die ersten drei Module überstanden. Das war so ein bisschen die Vorbereitung. Wir haben uns ein bisschen warm gemacht, ein bisschen heiß gemacht und jetzt geht es im Modul 4 um das Thema Bitcoin und alles, was dazugehört. Also macht euch ready und wir legen jetzt gleich direkt los. Also, let's go.